Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Friederike Schneider. Ich arbeite im Bereich Wissenschaft der Körperstiftung und begrüße Sie im Namen der Körperstiftung ganz herzlich zu unserer Veranstaltung heute Abend hier bei uns im Körperforum. Die Veranstaltung heute Abend wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet werden und im Rahmen der Reihe zur Diskussion zeitversetzt ausgestrahlt. Stress, Aggression, Gewalt ist der Titel unserer Veranstaltung heute Abend. Regelmäßig erschrecken uns Nachrichten über brutale Gewalttaten auf U-Bahnhöfen, lesen wir von Schlägereien und Quälereien an Schulen und etwa bei den Jugendausschreitungen in verschiedenen europäischen Großstädten in diesem Sommer von plötzlichen gewalttätigen Angriffen gegen Unbeteiligte bei Straßenkrawallen. Wir sehen hier also eine Häufung von ungeplanten, scheinbar willkürlichen, körperlichen Gewalttaten, die doch zu häufig vorkommen, als dass wir mit der Erklärung zufrieden sein könnten, dass es hier sich um Einzeltäter handelt, bei denen eben irgendetwas schiefgelaufen ist. Eine grundsätzliche Frage drängt sich auf. Was motiviert zu Aggression und Gewalt? Es mangelt eigentlich nicht an Erklärungsansätzen für diese Frage. Soziale Verwerfungen und Missstände werden ebenso angeführt wie versagende Bildungssysteme, ein brutales Elternhaus bis hin zu biologischen Dispositionen. Zuletzt gibt es aber dennoch eine große Ratlosigkeit und auch Fassungslosigkeit darüber, was in der ganz unmittelbaren Situation zuweilen als Provokation für Aggression und Gewalt ausgereicht hat. Um dies zumindest besser zu verstehen, möchten wir uns in der Debatte heute Abend damit befassen, was in der ganz aktuellen psychologischen und soziologischen Forschung Erklärungsansätze sind, wie die verschiedenen Gewaltfaktoren zusammenspielen könnten. Und wir wollen dann natürlich auch dazu kommen, welche Gegenkonzepte auch aus der Praxis heraus sinnvoll erscheinen. Neben der ständigen Aktualität des Themas gibt es für uns als Körperstiftung einen weiteren Anlass für die Veranstaltung heute Abend. Eine der Gäste hier auf dem Podium ist die Psychologin Katja Bertsch, die sich in ihrer Dissertation mit dem Zusammenhang von Stress und Aggression befasst hat. Für diese Forschungsarbeit ist sie vor gut 2 Wochen mit dem Deutschen Studienpreis der Körperstiftung ausgezeichnet worden. Liebe Katja Bertsch, noch einmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du heute Abend da bist. Der Deutsche Studienpreis ist, wie Sie vielleicht wissen, ein fächerübergreifender Forschungswettbewerb für Nachwuchswissenschaftler. Von den besten Dissertationen eines Jahrgangs die wichtigsten auszuzeichnen, ist unser unbescheidener Anspruch dabei. Wir meinen damit, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fördern möchten, die einerseits fachlich exzellent sind, die aber in ihrer Forschungstätigkeit nicht nur ihre jeweilige Fachwissenschaft im Blick haben, sondern die Gesellschaft als Ganze. Eben deshalb möchten wir unseren Preisträgerinnen und Preisträgern und ihren Ideen eine öffentliche Plattform geben. Dies tun wir unter anderem mit der Veranstaltungsreihe, zu der der heutige Abend gehört. 4-mal im Jahr stellen Nominierte und Preisträger des Deutschen Studienpreises hier im Körperforum ihre Forschungsergebnisse öffentlich zur Debatte. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese Reihe nicht allein veranstalten, sondern gemeinsam mit starken Kooperationspartnern, die überhaupt erst für eine breite öffentliche Wahrnehmung sorgen. Dem Deutschlandfunk, die Radio Wissen und der Süddeutschen Zeitung. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich diesen Partnern, die den heutigen Abend mit uns auch zusammen konzipiert, geplant und vorbereitet haben und es auch ermöglichen, dass er von so vielen verfolgt werden kann. Und ich möchte an dieser Stelle nun auch ganz herzlich unsere anderen Podiumsgäste begrüßen. Neben Katja Bertsch sind dies in alphabetischer Reihenfolge der Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski. Der Soziologe von der Universität Bremen, Gunnar Heinzson. Und der Hamburger Jugendrichter Johann Krieten. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Außerdem begrüße ich natürlich Stefan Detjen, den Chefredakteur des Deutschlandfunks und Moderator des heutigen Abends. Ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Nach der Debatte auf dem Podium, die vom Deutschlandfunk aufgezeichnet werden wird, geht die Veranstaltung hier im Körperforum weiter. Sie kennen das, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wie immer, Ihre Fragen an die Podiumsgäste zu stellen und Ihre Meinung zu äußern natürlich auch. Und ebenfalls wie immer möchten wir Sie herzlich einladen, die Diskussion im Anschluss an die Veranstaltung im Foyer bei einem Glas Wein fortzusetzen. Ja, jetzt hören Sie gleich den Jingle der Deutschlandfunkreihe zur Diskussion, bevor es dann losgeht. Mir bleibt noch, Sie zu bitten, in Anbetracht der Hörfunkaufzeichnung noch einmal besonders gründlich und gewissenhaft zu prüfen, ob die Mobiltelefone aus sind. Ich wünsche uns allen einen interessanten und spannenden Abend und übergebe jetzt an Stefan Dietjen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Schneider. Erlauben Sie mir noch ein Wort vorab, bevor Sie gleich den Jingle hören. Vor Frau Bertsch, wie viel waren es? 4 Wochen inzwischen? Die Preisverleihung in der Parlamentarischen Gesellschaft im Deutschen Bundestag? 2 Wochen. 2 Wochen? Also vor 2 Wochen war diese sehr schöne Preisverleihung in der Parlamentarischen Gesellschaft. Das ist das alte Palais des Reichstagspräsidenten in Berlin. Norbert Lammert hat es eröffnet mit einem Grußwort, in dem er nach dem Sinn von Ritualen gefragt hat. Und ich muss Ihnen jetzt den Sinn eines Rituals erklären, nämlich das Ritual der freundlichen Begrüßung von Frau Schneider, muss ich jetzt nochmal wiederholen. Das erschließt sich dadurch, dass wir, wie Sie gesagt haben, diese Diskussion aufzeichnen, um sie in der nächsten Woche am Mittwoch um 19.15 Uhr im Deutschlandfunk zu wiederholen. Und Sie haben unsere Podiumsgäste, Frau Bertsch, die Herren mit so freundlichem Applaus begrüßt, weil das ein so schönes Ritual ist, dürfen Sie es gleich nochmal machen. Das ist genug vorab. Wir nehmen eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten Diskussion hier auf dem Podium auf und dann haben Sie wie immer in diesem Raum auch die Gelegenheit, sich mit Fragen, sich mit Anmerkungen, mit Ihren Beobachtungen zum Thema an der Diskussion zu beteiligen. Deutschlandfunk zur Diskussion. Die Bilder und Meldungen über alltägliche Gewalt umgeben uns. Videoaufzeichnungen jugendlicher Schläger auf S-Bahnhöfen, Berichte verstörter Opfer häuslicher Gewalt, die Bilder schockierter Schüler, Tote und Verletzte nach Amokläufen ihrer Mitschüler. Gewaltsame Jugendproteste in europäischen Nachbarländern und auch hierzulande haben wir Wutbürger kennengelernt, die Zorn und Unverständnis über politische Entscheidungen, über soziale, über gesellschaftliche Phänomene nicht mehr nur mit ihren Worten artikulieren. Und dann natürlich in den letzten Tagen und Wochen auch die Aufdeckung einer rechtsextremistischen Gewaltserie hier in unserem Land. Zumindest in den Medien entsteht das Bild von Gesellschaften in Krisenzeiten, in denen sich eine zunehmende Nervosität immer öfter auch gewaltsam entlädt. Das ist eine Beobachtung, die auch die Psychologin Katja Bertsch gemacht hat. Und Katja Bertsch hat sich mit den Mitteln ihrer Wissenschaft daran gemacht, den Ursachen von Gewalt in unserer Gesellschaft auf den Grund zu gehen, den psychologischen Ursachen. Herausgekommen ist vor gut einem Jahr eine Doktorarbeit, die den Zusammenhang zwischen Stress, der Ausschüttung von Stresshormonen und Gewalt untersucht. Diese Arbeit wurde vor kurzem mit dem Deutschen Studienpreis ausgezeichnet. Das ist ein Preis, den die Körber-Stiftung für wissenschaftliche Arbeiten vergibt, die in besonderer Weise gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen und diskutiert werden sollten. Und das tun wir im Deutschlandfunk besonders gerne, regelmäßig zusammen mit der Körber-Stiftung hier im Hamburger Körber-Forum, in dem ich Sie ganz herzlich begrüße heute Abend. Und an erster Stelle begrüße ich die deutsche Studienpreisträgerin 2011, Katja Bertsch. Heute arbeitet sie an der Uniklinik in Heidelberg als psychologische Leiterin einer Arbeitsgruppe, die sich mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt. Guten Abend, herzlichen Glückwunsch nochmal, Frau Bertsch. Vielen Dank. Gunnar Heinsohn ist bei uns, er ist Sozialwissenschaftler an der Universität Bremen, emeritiert, Publizist, einer, der in Europa, auch in der arabischen Welt, auch bei uns Gewalt als ein Problem zorniger junger Männer beschrieben hat. Und wir werden mit ihm diskutieren, inwieweit
wir das hier auf die Phänomene, die wir hier beobachten können, übertragen können, welche Erkenntnisse er aus seiner Perspektive mit beisteuern kann. Guten Abend, Herr Heinsohn. Heinz Buschkowski ist bei uns aus Berlin zu uns gekommen, genau gesagt aus dem Berliner Stadtteil, aus dem Berliner Bezirk Neukölln. Dort ist er Bezirksbürgermeister und er ist einer derjenigen, der in den letzten Jahren die Diskussion über Gewalt im öffentlichen Raum, über den sozialen Frieden in unserem Land, in Städten ganz besonders, in Stadtteilen wie dem Ihrigen, ganz besonders mitgeprägt hat. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Buschkowski. Und neben Herrn Buschkowski sitzt derjenige mit dem kürzesten Weg heute Abend, Johann Kriegen. Er ist Jugendrichter hier in Hamburg, unter anderem zuständig für den Stadtteil St. Pauli. Und da ist er jeden Tag gefordert, mit den Instrumenten des Rechts auf Aggressionen, auf Gewalt, auf Rechtsverletzungen aller Art zu reagieren. Guten Abend, Herr Kriegen. Also, vier interessante Perspektiven, ganz unterschiedliche Ansätze, mit einem Phänomen umzugehen. Der Ansatz der Psychologie, der sozialwissenschaftliche Ansatz, Politik, Justiz sind heute versammelt. Aber fangen wir nochmal an mit der Arbeit, die uns den Anlass gegeben hat, die Anregungen zu diesem Abend hier. Frau Bertsch, Sie schreiben in Ihrer Arbeit von einem Teufelskreis von Stress und Aggression. Was ist das für ein Teufelskreis? Was haben Sie da untersucht? Wie haben Sie das festgestellt? Ja, also die Überschrift basiert erstmal auf einem Arbeitsmodell, das wir aus tierexperimentellen Studien übernommen haben. Und da zeigte sich eben, dass stressinduzierte Erhöhungen im Stresshormonspiegel aggressives Verhalten, aggressive Reaktionen begünstigen und dieses aggressive Verhalten, also dieses Angriffsverhalten wiederum einen Einfluss auf den Stresshormonspiegel hat. Und man sich somit eben auch erklären könnte, warum eben manchmal leicht auch aggressives Verhalten zu Gewalt eskaliert. Aber das ist vielleicht eine Erkenntnis, das kennt jeder. Man steht im Stau, Sie schildern auch genau die Szene. Man steht im Stau, es ist Eisenbahnstreik, man ärgert sich, man verpasst einen Termin, Stress entsteht und auf einmal erlebt man sich als, tja, vielleicht nicht Schläger, aber mit einer Aggression, die man sich sonst gar nicht gekannt hat. Fast jeder kennt das. Was genau beobachten Sie? Sie haben ja in Ihrer Arbeit geschrieben, wie Stress, Aggression induziert und dadurch auch die Wahrnehmung von anderen Menschen auf einmal ganz anders wird. Genau, also keiner von uns wird einfach, wenn er im Auto sitzt und gestresst ist, aggressiv reagieren. Es braucht natürlich auch einen situativen Auslöser, also eine Art von Provokation oder irgendeine andere Art von Auslöser, damit so etwas überhaupt entstehen kann. Und was wir eben genau untersucht haben, ist, welche Zusammenhänge gibt es auch auf hormonellem Niveau? Also ist das Stresshormon tatsächlich daran beteiligt und könnte eben wirklich diese Verarbeitung von Informationen bei Menschen, es sind emotionale Gesichtsausdrücke sehr wichtig, weil sie uns eben ganz schnell Informationen geben über das Gegenüber, also welche Intentionen hat der andere und wird das durch Erhöhungen im Stresshormonspiegel vielleicht verändert und könnte uns das dann einen Anhaltspunkt geben, warum aggressive Reaktionen eben begünstigt werden. Und Sie sagen und kommen zum Ergebnis, ja, da verändert sich tatsächlich was, also schildern Sie uns mal ganz praktisch. Ein Mensch, der unter dem Einfluss von Stresshormonen schildert, das ist auch Teil der Untersuchsanordnung, genau, die Sie da gemacht haben, sieht andere auf einmal anders. Wie ja, genau? Also, was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben auch eine Cortisol-Tablette zum Beispiel verabreicht, uns also angeschaut, ein Stresshormon, und uns angeschaut, was verändert sich in der Verarbeitung von Gesichtern. Und es waren gesunde Studierende, die dadurch schneller auf ärgerliche Gesichter reagiert haben, die auch in der Verarbeitung sehr frühe Prozesse der Informationsverarbeitung verändert gezeigt haben, was ein Indiz sein könnte, dass es so eine Art angstlösendes oder eher impulsives Verhalten begünstigen könnte. Aber natürlich sind es gesunde Studenten und sind unsere Experimente immer mit verschiedenen Gruppen. Das heißt, die Ergebnisse zeigen uns, in der Gruppe, die Cortisol, also das Stresshormon, erhalten haben, gibt es diese Tendenz. In der
Gruppe, die das nicht bekommen haben, nicht. Das heißt, wir können keine Aussage machen, wie das einzelne Individuum darauf reagiert. Das ist ganz wichtig, wenn es nachher vielleicht auch um gesellschaftliche Themen geht. Stress entsteht auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Sie haben auch Ihre Probanden ganz unterschiedlich unter Stress gesetzt. Da gab es Experimente, wo die fürchterliche Geräusche vorgespielt bekommen haben, wo sie in Konkurrenzsituationen ausgesetzt wurden. Ein Stressphänomen war Ihnen besonders wichtig, nämlich das Phänomen sozialer Ausgrenzung. Auch da haben Sie ganz praktische Beobachtungen zum Ausgangspunkt genommen. Sie haben geschrieben, ein großer Teil etwa derjenigen in den USA, der Schüler, die dort Amokläufe verübt haben, waren evident Leute, die sozial ausgegrenzt waren und dadurch unter Stress waren. Was passiert da? Ja, sozialer Ausschluss ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer Stressor. Und wenn man so eine Erfahrung auf täglichem Niveau macht, dann kann man sich vorstellen, dass es erstmal überhaupt kein gutes Gefühl ist und so eine Art Ärger oder Traurigkeit entsteht. Und inzwischen geht man davon aus, dass es eben darauf ankommt, wie man damit reagieren möchte. Wenn jetzt die Person wirklich wieder die Kontrolle über die Situation erhalten möchte oder wieder wahrgenommen werden möchte als eine wichtige Person, als eine wichtige, bedeutende Existenz, dann kann eben ein Mittel sein, wirklich solches stark aggressives, antisoziales Verhalten an den Tag zu legen. Es gibt aber auch Befunde, die uns zeigen, dass genau das Gegenteil entsteht, dass die Menschen wieder dazugehören wollen zu dieser Gruppe und sich ganz extrem anstrengen mit extrem prosozialem Verhalten. Und da sieht man eben auch, wie komplex das ganze Thema ist, dass nie ein Faktor, eine Ursache oder eine Situation genau das gleiche Verhalten auslöst. So kompliziert ist eben Aggression und Gewalt, deshalb sind da immer mehrere Faktoren in der Situation, in der Person dran beteiligt, dass es letztendlich entsteht. Sie haben, Frau Bertsch, in einem Essay, den Sie eingereicht haben für diesen deutschen Studienpreis, den Sie dann gewonnen haben, ganz plastisch geschildert, wie Sie, und Sie haben auch gesagt, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie sprechen, sich wundern darüber, wie die Gesellschaft, wie Medien, wie Politik, haben Sie besonders gesagt, umgehen mit dem Phänomen von Gewalt. Sie haben geschildert, da nehmen wir dann wahr, Kurztaktiker Erregungen, Forderungen nach Strafverschärfungen. Was verwundert Sie da und was können wir, jetzt nehme ich mich mal als Journalist und da drüben sitzt der Herr Buschkowski als Politiker, was können Sie uns beibringen? Ja, was wir uns eben wünschen würden, wäre, dass längerfristige Präventions- und Interventionsmaßnahmen durchgeführt werden, auch über einen wirklich längeren Zeitraum, dass wir die wissenschaftlich begleiten dürfen, dass wir untersuchen können, wo wirklich auch die biologischen, neurobiologischen Zusammenhänge sind und die Interventionsmaßnahmen auf das Individuum, auf verschiedene Gruppen gezielt anpassen können. Und da ist natürlich auch wichtig, dass wir Zugang zu diesen extremen, gewalttätigen Personen auch bekommen, dass wir da Forschung machen dürfen, dass wir auch Forschung an Straftätern durchführen dürfen unter Wahrung aller Sicherheits- und Maßnahmen und Menschenrechtsbedenken. Jetzt schaue ich die ganze Zeit Herrn Buschkowski an und versuche seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Ich weiß nicht, welche Rolle meine Hormone dabei im Moment spielen, aber es sieht nicht so aus, als würde er sie jetzt gleich mitnehmen nach Neukölln und sagen, also die Forschungsgruppe von Frau Bertsch hilft mir jetzt dabei, die Probleme, die ich da im Alltag habe, zu lösen. Oder deute ich das falsch, Herr Buschkowski? Nein, natürlich nicht. Aber das kann man auch, glaube ich, nicht erwarten, dass wissenschaftliches Arbeiten, dass Untersuchungen sich morgen an der Bahnhaltestelle auswirken. Ich habe ein ganz anderes Berufsfeld. Ich muss damit sehen, wie verhalten sich Menschen heute? Wie gelingt es mir dort, wo ich eine verstärkte Aggressivität in der Bevölkerung habe, wo ich eine Hinwendung zur Verniedlichung von Gewalt habe, wie gelingt es mir dort trotzdem, den sozialen Frieden aufrechtzuerhalten? Also ich mache das mal ganz schlicht. Die Menschen, die davon betroffen sind, die sind ja nicht in dieser Phase, dass sie, wenn ihr Kind zusammengeschlagen vom Schulweg nach Hause kommt, interessiert sie der Hormonspiegel des Täters relativ wenig.
Und Sie haben auch einen ganz schlichten Ansatz, indem Sie sagen, ich möchte nicht, dass sowas passiert. Du, mein Staat, sorge dafür, dass das verschwindet. Mach, was du willst, sperr ihn weg, gib ihm eine Kugel Eis oder mach irgendwas, aber ich möchte nicht, dass das meiner Familie und meinem Kind passiert. So, das ist das eine. Und dann muss ich mich dem Tagesgeschäft stellen. Dass die Wissenschaft versucht, das Geheimnis zu lüften, wieso werden Menschen so? Wieso kommen Menschen wie Sie und ich unter Stress und trotzdem gehen wir nicht los auf die, die in der ersten Reihe sitzen und hauen ihnen auf den Kopf? Und andere machen das. Andere drehen völlig durch bei dem geringsten Anlass. Das ist schon eine hochinteressante Geschichte. Aber man darf jetzt wirklich, und damit wieder bei Ihrer Frage, man darf jetzt nicht versuchen, das zu verknüpfen und zu sagen, da gibt es doch jetzt eine Forscherin und die hat doch, und nehmen Sie mal, lesen Sie nur mal diese Dissertation langsam und sorgfältig und dann werden Sie in Neukölln auch alle Probleme lösen oder in St. Pauli. Das wird so einfach nicht funktionieren. Also einfach nicht, aber das, was Sie ja geschildert haben, ist der Politiker, der sagt, ich habe es da mit aufgebrachten Eltern zu tun, mit Opfern von Gewalt. Die wollen, dass ich jetzt irgendwas tue. Also die wollen Reaktionen von mir haben. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das, was Frau Bertsch gesagt hat, der Fehler, der gemacht wird, ist, dass man sich nicht genügend um die Ursachen kümmert. Sie kommen überhaupt nicht dazu, sich um die Ursachen zu kümmern. Richtig? Das ist richtig. Das ist auch, ich sag mal, nur bedingt mein Job. Es ist nur bedingt mein Job, herauszufinden, warum der junge Bürger X schon als Kind eine sehr erfolgreiche kriminelle Karriere gestartet hat, sich dann auch nicht mehr mit der Schule belastet und im Alter von 16, 17, 18 es auf 60, 80 Straftaten bringt. Da ist für mich wirklich nur noch es nur noch bedingt mein Job, darüber nachzudenken, warum ist das so? Wie ist das Gewaltverhalten in der Familie? Ist dieser junge Mensch schon von frühester Kindheit an selbst Opfer von Gewalt gewesen? 85% aller Gewalttäter waren selbst Opfer von Gewalt. Sie haben gelernt, Gewalt ist etwas, um sich durchzusetzen. Also mache ich es doch auch so. Das ist nicht mehr mein Thema. Ich weiß nur eins, dieses Wunschkind ist ein Problem für den ganzen Straßenzug. Er terrorisiert dort die gesamte Nachbarschaft. Und da stehen die Leute vor mir und sagen, weswegen haben wir dich gewählt? Mhm. Tu was, bring ihn hier weg. Wie auch immer, ist mir völlig egal. So, und dann hoffe ich immer auf... Jetzt... Im Radio kann man das nicht sehen. Herr Buschkowski wendet sich nach links und schaut den Jugendrichter Kriegen an. Die hat uns dann auch immer gesagt, so einfach wie du dir das vorstellst, ist das nicht. Ich habe nicht ständig einen Schlüssel in der Tasche, wo jemand wegschließen kann. Also Herr Kriegen, jetzt sind Sie angeschaut, angesprochen. Meine Frage, es geht Ihnen das eigentlich genauso. Sind Sie auch empfinden Sie sich auch als einer, der ständig damit konfrontiert ist, dass er reagieren muss, wegsperren, bestrafen, Maßregeln der Sicherung auferlegen und der gar nicht dazu kommt und dem das eigentlich gar nicht weiterhilft, wenn da eine Wissenschaftlerin kommt und sagt, ich kann dir erklären, was in dem Hirn von dem Menschen vorgegangen ist, der da bei Ihnen gerade vor der Richterbank steht? Also ich finde es sehr hilfreich, was die Preisträgerin herausgearbeitet hat, ohne das jetzt heruntermachen zu wollen, aber so ganz neu ist das für mich nicht. Denn diejenigen, die zu mir kommen, die leben ganz häufig unter hochgradigen Stressbedingungen. Das heißt, sie sind schon ausgegrenzt in der Gesellschaft. Vielleicht auch manchmal, weil Politiker und insbesondere auch die Verwaltung, zu der Sie ja auch gehören, Herr Buschkowski, ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Also wenn Sie jemanden haben, der 60, 80 Straftaten begangen hat, und dann bei Ihnen noch, wie Sie es nennen, als Wunschkind durch die Straßen läuft, dann hat irgendjemand versagt. Und ich behaupte mal, da hat man nicht rechtzeitig genug von Seiten eines Jugendamtes, von Seiten von Sozialarbeitern, dann mal einen entschiedenen Blick auf die Familie geworfen und im Zweifel vielleicht auch mal ein Kind herausgenommen oder ein Strafverfahren in Gang gesetzt gegen Eltern, die es zulassen, dass ihre Kinder nicht zur Schule gehen, die es zulassen, dass ihre Kinder verwahrlosen.
Und wenn Sie diese Instrumente, die wir hier haben, ich kann nur sagen, in Hamburg setzen wir sie jedenfalls ein. Wenn wir diese Instrumente einsetzen. Also das Hamburger Publikum ist da, ja, wir zumindest ja hier in der Körperstiftung, nicht so ganz überzeugt. Ja. Ja. Dann werden Sie es jedenfalls nicht erleben, dass jemand, der 60, 80 Straftaten begeht, dann immer noch durch den Stadtteil läuft. Also jetzt nehme ich mal das Raunen, das hier gerade im Publikum war, auf. Der Eindruck ist, wenn ich den jetzt mal wiedergebe, da wird nicht, auch von Seiten der Justiz, nicht streng genug geahndet. Und ich füge mal ein Bild dazu, das ich aus meiner eigenen juristischen Ausbildung, ich bin auch Jurist, habe im Rechtsreferendat, war ich, das war damals in Bayern, in einer Jugendstrafvollzugsanstalt. Und der Leiter dieser Jugendstrafvollzugsanstalt schimpfte fürchterlich über die Jugendrichter und sagte, die schicken die Leute einfach zu spät zu uns. Sagte, da ist eine ganze Generation von Richtern, die sind, salopp gesagt, zu weich. Das mag der Blick von außen sein. Ich kann nur die tägliche Arbeit wiedergeben. Und da ist es jedenfalls in Hamburg so, dass das wird auch kritisiert an der Hamburger Jugendgerichtsbarkeit, dass wir zu schnell, zu früh und zu lange einsperren. Das ist jedenfalls das, was diejenigen, die die entsprechenden Statistiken, und darüber kann man zumindest Statistiken erstellen, den Hamburger Jugendrichtern vorwerfen. Aber wir müssen natürlich sehen, dass das Jugendgerichtsgesetz uns bestimmte Vorgaben macht. Das heißt, wir sollen einen jungen Menschen erziehen. Und zu einer Erziehung gehört natürlich auch Strafe. Dazu gehört teilweise auch Freizeitentzug. Aber wir müssen immer fragen, wann, zu welchem Zeitpunkt ist welcher Freiheitsentzug richtig? Und ein Freiheitsentzug, der zu früh oder zu spät oder auch zu lang ist, der ist häufig kontraproduktiv. Herr Heinsohn, der zweite Wissenschaftler in unserer Runde. Wie können Sie den beiden reaktiv Agierenden, dem Juristen, dem Richter und dem Politiker, mit dem helfen? Welche Ratschläge können Sie geben aus dem, was Sie als Sozialwissenschaftler in Ihren Beobachtungen von Gewaltphänomenen in Deutschland, auch in anderen Teilen der Welt, beobachtet haben? Ich möchte erst einmal etwas Segensreiches sagen. Deutschland hat den zweitniedrigsten Bürgerkriegs- oder Bruderkriegsindex der Menschheit. Was messe ich mit diesem Index? Ich setze 15- bis 19-jährige junge Männer, die sich auf den Lebenskampf vorbereiten, ins Verhältnis zu 55- bis 59-jährigen Männern, die der Rente nahe sind. Und der Faktor 0,8 heißt in Deutschland, 1000 Alte machen Positionen frei, und nur 800 Junge drängen nach, sodass hier ein Stressfaktor des Lebenskampfes eigentlich verschwunden ist und mit dafür herangezogen werden kann, um zu verstehen, warum bei uns jugendliche Gewalt stark zurückgegangen ist. Nur um das zu vergleichen, in Afghanistan, wo knappe junge deutsche Männer sterben und Geld ausgegeben wird, hat man einen Bürgerkriegsindex von 6 auf 1000 Alte, die ausscheiden, folgen 6.000 junge Männer. Im Gazastreifen, wo Deutschland bezahlt, folgen ebenfalls auf 1.000 junge Männer, auf 1.000 alte Männer 6.000 junge. Und die haben einen in der Generation ablaufenden, untereinander ablaufenden Stress, der, soweit wir wissen, ab dem Faktor 3, also ab 3.000 junge auf 1.000 alte Männer zum Blutvergießen führt. Und wenn wir uns klar machen wollen, was wir hier an Fortschritten haben, dann schauen wir in die Jahrgänge, die 1920 bis 1930 20 Jahre alt wurden. Die wurden also 1900 bis 1910 geboren. Da hatten wir auch einen Bürgerkriegsindex von 3. Und deshalb hatten wir paramilitärische Hunderttausende Heere auf den Straßen in roten, schwarzen und braunen Hemden, die sich gegenseitig massakriert oder jedenfalls verletzt haben. Dieser Faktor ist weg. Das ist der, den heute etwa Ägypten hat. Ja, also Geburtenrückgang schafft sozialen Frieden. Da haben wir einen Segen. Aber nun kommt die Einschränkung. Wir haben einen Sektor der Gesellschaft, der durchaus etwas Ähnliches erlebt, wie jetzt beispielsweise die arabischen Länder oder wie wir es selber 1920 bis 30 erlebt haben. Und das ist unser Hilfekindersektor, der wächst von 130.065
auf 2,5 Millionen heute. Diese Hilfekinder sind also Kinder in Staatshand, die nur leben können, weil der Staat den Mitbürgern Geld abnimmt, um sie zu versorgen. Warum sind das so viele geworden? Weil wir, bewundert von der Menschheit, aber imitiert eigentlich nur von Frankreich, England und Österreich, ein bevölkerungspolitisches Prinzip der besonderen Acht haben. Wir sagen nämlich, jede hilflose Frau, die nicht arbeiten kann, nicht lernen kann, niemals Geld verdienen kann, niemals Steuern verdienen kann, die hat wie alle anderen ihr Recht auf Mutterschaft und kriegt jedes Baby von der Gemeinschaft zu 100% bezahlt. Und sie muss, um das für sich selber auch als dauerhafte Existenz durchziehen zu können, nach jedem dritten Jahr ein neues Kind haben, denn sonst sagt man ihr, mit dem dritten Lebensjahr muss dein Kind in die Krippe, du musst arbeiten gehen. Und das führt dazu, dass wir in diesem Bereich den Gipfel des Kinderreichtums haben. Es ist eine kleine Gruppe, aber eine sehr stark stressindizierte Gruppe. Wenn wir also Kinderreichtum definieren, 4 und mehr Babys pro Frau, dann haben in diesem Sektor arabische Frauen 7-mal so viele kinderreiche Familien wie die Deutschen, afrikanische 7-mal so viele und türkische 4-mal so viele. Und diese Situation besagt, dass viele Kinder um die Zuwendung einer Mutter konkurrieren müssen und damit einen enormen Stressfaktor von Anfang an erleben und zusätzlich, nicht bei den islamischen Familien, aber bei den anderen, oft vaterlos sind. Und wir wissen also aus der Forschung seit über 20 Jahren, dass vaterlos aufwachsende Kinder auf Sozialhilfe um den Faktor 5 mehr Gewalt verüben als andere. Das haben wir in Amerika gesehen, da hatten die amerikanischen Hilfemütter 10% der Söhne, aber die begingen 50% der Jugendgewalt. Und das ist sehr schwer zu verstehen, warum der fehlende Vater eigentlich Gewalt befördert, weil unser instinktiver Zugang ist, wo diese grausamen, starken Männer weg sind, sollten die Jungs eigentlich ganz lieb werden. Das war ja ein feministischer Traum. Aber ich glaube, die Erklärung ist relativ einfach und jeder versteht sie schnell. Wenn Sie einem Menschen geschadet haben, dann zittern Sie schon vor der nächsten Begegnung und sagen, mein Gott, den habe ich aber schlecht behandelt, was tut der mir jetzt an? Und wenn der freundlich ist zu Ihnen, dann sind Sie gerührt. Ja, dann könnten Sie ihm die Hand küssen. Und wenn Sie jetzt kleine Jungs haben, die ihre Aggressivität täglich ausprobieren und es ist kein Vater da, der Folgendes macht, nicht? Der wird angegriffen, der Große, und der könnte doch diesen Knirps zerquetschen. Und also, immer wieder ist der nett zu ihm und das rührt den Kleinen und das verführt ihn dazu, seine unvermeidliche Aggressivität zu verausgaben in einer beschützenden Form, als weißer Ritter. Und wann diese Begegnung mit dem immer ihn wieder rührenden Vater ausfällt, dann ist er eher in der Richtung des schwarzen Ritters. Also und in dieser Situation stecken wir jetzt nicht nur heute, sondern wir steigern den Faktor oder die Gruppe, aus der diese Jungs kommen. Also das waren jetzt gewichtige Thesen, viele Zahlen. Ich versuche das nochmal zu verstehen. Wenn ich das paraphrasiere, sagen Sie, einerseits geht es uns gut und haben wir die Probleme, die Sie in anderen Teilen der Welt, in der arabischen Welt beobachten, die wir vielleicht auch in den Jugendprotesten in anderen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit, Spanien beobachten, haben wir hierzulande nicht, weil es den Stress hier nicht gibt, der sich in den Generationenkämpfen zwischen Vätern, Großvätern und ihren Söhnen abspielt. Trotzdem geht es uns auch nicht wirklich gut, haben wir hier auch ein ganz eigenes Problem, weil eben eine ganze Generation heranwächst, die überhaupt keinen Vater hat und die sich diesen Stress sozusagen gar nicht aussetzen kann. Es ist ein zweiter Faktor dabei. Dieses welthistorisch einmalige Prinzip, jede hilflose Frau kriegt jedes Baby bezahlt, ist eine Politik für die Mädchen. Die Töchter können wieder über kleine Kinder auf Sozialhilfe leben und sich gewissermaßen eine bescheidene, aber sichere Beamtenstellung erarbeiten. Die Söhne können durch vielfache Zeugungen diesen Status nicht erreichen und sind oft noch schlechter qualifiziert als die Schwestern und wollen doch auch alles haben, wie die anderen auch, und sind deshalb der Pool, aus dem nicht allein, aber aus dem vorrangig dann diejenigen kommen, die uns auffällig
werden. Und das würde ja dann heißen, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika, in denen es diese Finanzierung nicht gibt, viel weniger Gewalt ist. Und warum hat dann Amerika trotzdem viel höhere Gewalt? Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Bei einem von 100.000 Morden und in Amerika, glaube ich, über 5. Ist völlig richtig, was Sie sagen. Amerika hatte aber noch mehr. Also Amerika hat ja die Politik, dass jede hilflose Frau jedes Baby von den Mitbürgern finanziert bekommt, hat das ja 1997 abgeschafft und hat gesagt, jetzt gibt es nur noch im Leben 5 Jahre Sozialhilfe und in der Zeit können die Frauen vielleicht 1 oder 2 Kinder haben, aber nicht 7 oder 8. Und das hat dazu geführt, dass in der Tat, das ist ja gut untersucht für Chicago, für New York, für Los Angeles, die Gewalttätigkeit heruntergegangen ist. Aber sie ist immer noch höher als bei uns. Aber dieser Rückgang, der ist sehr gut belegt. Aber in der Zeit wurden auch andere Dinge in Amerika geändert, härtere Strafen. Es gab auch eine andere von einer Art Hippie-Gesellschaft, in der die Aggression und Gewalt erstmal zugenommen hat, gab es in Mitte der 90er Jahre in der ganzen Welt auch eine Abnahme an Aggression und Gewalt. Damit stellt für mich sich die Frage, ob es wirklich aufgrund dieser Maßnahme diesen Rückgang in Amerika gab. Warum gab es dann auch einen in Kanada oder in Deutschland? Völlig richtig, was Sie sagen. Man sagt, man streitet, war das die Zero-Tolerance-Politik der Polizeien in New York, Los Angeles und Chicago? Und in der Tat fiel das jetzt zusammen. Die Zero-Tolerance-Politik bei jeder kleinen Straftat, die Jungs abzugreifen, die lief parallel diesem Wegfallen der Möglichkeit, also 6 oder 7 Kinder gleichzeitig zu haben. Und so konnte man jetzt fragen, ja, was wirkte hier? Es wirkte beides, aber es wirkte eben dieses auch. Und deshalb wird heute in London aus Amerika die Polizeihilfe gesucht, weil London hat beides noch nicht. Es hat noch keine Zero-Tolerance-Politik und zahlt auch, wie wir in Deutschland das tun, für jede Mutter, die sich nicht selbst versorgen kann, jedes Baby. Und deshalb sagen die jetzt, wir müssen das eine abstellen, nicht? Das ist die Cameron-Politik, aber wir müssen zugleich auch die amerikanische Polizeierfahrung hereinholen. Also jetzt nochmal ganz pragmatisch gefragt. Sie sagen, Herr Heinsohn, der Schlüssel zu dem Phänomen, über das wir reden, ist Demografie, das Generationenverhältnis, das Verhältnis Väter-Söhne und Söhne zu den Nichtvätern, zu den Töchtern. Was heißt das? Das heißt für Sie jetzt, weil wir den Generationenkonflikt zwischen einer überbordenden Zahl junger Männer nicht haben an dieser Stelle, ist der Ratschlag an die Politik, ist der Ratschlag an Herrn Buschkowski, Sozialhilfe runterfahren. Frauen nicht mehr unterstützen, weniger unterstützen, die Kinder kriegen. Ich sage eigentlich etwas anderes. Wenn wir dieses noble Prinzip verteidigen wollen und sagen, Deutschland wird die Nation bleiben, die jeder hilflose Person, jedes Baby finanziert, dann mache ich nur eine Prognose, mehr mache ich gar nicht. Dass in dieser Gruppe die Zahl der harten Gewalt nicht zurückgehen wird. Jetzt versuche ich wieder den Gesichtsausdruck von Herrn Buschkowski zu studieren und komme nicht so richtig weiter. Aber Herr Buschkowski, das, was Ihnen jetzt der Sozialwissenschaftler Gunnar Heinsohn an die Hand gegeben hat, ist ja eine ganz pragmatische politische Handlungsanweisung. Sie alimentieren alleinerziehende Mütter zu sehr. Und wenn Sie das nicht ändern, dann kriegen Sie die Gewaltphänomene in Ihrem Bezirk Neukölln nicht richtig in den Griff. Ob das die alleinige Ursache für Gewalt ist, weiß ich nicht. Richtig ist aber, dass auch bei uns 45%, also fast jede zweite alleinerziehende Frau im Sozialsystem ist. Es gibt da schon eine Verbindung. Das ist richtig. Ich glaube aber, dass es viele Faktoren gibt, die dazu führen. Das kann die Erziehungsphilosophie sein. Die Universität Potsdam hat sich damit beschäftigt, welche Erziehungsziele haben Einwanderer-Communities. Und da ist es halt so, dass im orientalischen Bereich, also türkisch, arabisch, bis in den südeuropäischen Mädchen keusch, rein und gehorsam zu sein haben. Die Jungs sind tapfer, sie sind Beschützer, sie sind Kämpfer. Und wenn Sie einem jungen Mann vom ersten Erleben dieser Welt an beibringen, dass er ein Kämpfer ist und permanent auf der Suche nach dem Kampf um die Ehre für die Familie,
dann muss man sich nicht wundern, dass er mit 9 mit einem Käsedolch durch den Kindergarten rennt, durch den Hort, und dass er, wenn er zu Hause erlebt, dass der Baba Herrscher über Leben und Tod ist und dass Gewalt letztendlich dazu führt, dass man Recht bekommt, dass er dann Gewalt auch als ein legitimes Mittel der Interessenwahrnehmung für sich adaptiert. Wir haben bei den Einwanderer-Communities nach dem Kriminologischen Institut Hannover den Gewaltfaktor 4. Wird in einer deutschen Familie geprügelt, sind es bei den Einwanderern 4 Familien. Und das wirkt sich dann bei den jungen Männern aus. Dann kommt dazu eine erfolglose Schulkarriere. Keine Ausbildung. Das subjektive Gefühl, ausgegrenzt zu sein, ein Loser zu sein. Und dann begegnen mir auf der Straße die, die an allem schuld sind, die alles haben, was ich nicht habe. Es stehen gerade 4 junge Männer in Berlin vor Gericht nach einem üblen Gewaltexzess. Und sie haben zur Begründung, warum sie das getan haben, schlicht und ergreifend gesagt, Hass auf Deutsche. Das war ihre Begründung. Und ich denke, dass das alles Faktoren sind, die jeweils im Einzelfall dort eine Rolle spielen können. Und ich glaube auch nicht, dass es dafür ein Patentrezept gibt. Aber man muss eben sehen, dass diese jungen Männer natürlich versuchen, ihre Männlichkeitsstruktur, die dann auch sich, weiß ich nicht, hormonell im Körper irgendwie Bahn bricht, ihre Männlichkeitsstruktur dort auszuleben. Das glaube ich schon. Und das in einem Stadtteil wie bei mir wirkt sich das dann aus. Aber das, was Sie schildern, ist ja doch noch mal was anderes, wenn ich das richtig verstehe, als das, was Frau Dr. Bertsch in ihrer Arbeit untersucht hat. Denn das, was Sie sagen, ist, das sind eigentlich gar keine Leute, die unter Stress sind. Sie schildern es als ein kulturelles Phänomen. Sie sagen, wir haben es mit Kulturen zu tun, mit kulturellen Prägungen, in denen Gewalt eine andere Rolle schon in der Familie spielt. Das Bild von dem Jugendlichen war ja, Sie sagen, so jetzt zusammengefasst, der sitzt da ganz locker da, der ist gar nicht unter Stress, also, sondern sagt, das ist halt das, was ich ganz normal erlebe. Also da kommt es darauf an, wie Sie Stress definieren. Es muss nicht der Stress sein, den wir alle kennen am Steuer. Ich könnte ihn umbringen, wenn er nicht endlich fährt. Ich könnte ihn umbringen. Oder so. Der Stress, den Frau Bertsch meint, in dem Fall, wenn ich das richtig verstehe, das ist eine Form von Stress, die wir als Stress akzeptieren. Aber nehmen Sie mal junge Männer aus der Dauerduldung, die permanent unter der Überschrift stehen und es auch zu Hause gesagt kriegen, wir wissen nicht, ob unsere Duldung verlängert wird oder ob wir die Ausreiseverfügung bekommen. Das ist auch Stress. Man will uns hier nicht. Ich weiß gar nicht, wo soll ich hin, wohin soll ich ausgewiesen werden? Da war ich das letzte Mal vor 4 Jahren im Urlaub. Ich glaube schon, dass das Menschen unter Stress setzt. Ich glaube auch, dass es Menschen unter Stress setzt, wenn sie denn dastehen, ohne Beruf, ohne Ausbildung, aber mit Wünschen. Junge Menschen haben Wünsche. Sie können sich die Wünsche nicht erfüllen. Sie erfüllen sie sich dann auf kriminelle Art und Weise. Ich weiß nicht, also da muss uns die Wissenschaftlerin schon etwas zu sagen, ob sie da die gleichen Stressfaktoren sieht. Aber ich habe mal ein langes Gespräch mit Bushido geführt. Man kann zu Bushido ein sehr gespaltenes Verhältnis haben, will ich heute gar nicht diskutieren. Aber Bushido hat mir gesagt, und der kennt die Szene nur wirklich, weil sie hat ihn zum Millionär gemacht, zum Mehrfachen. Ihr geht mit diesen jungen Männern falsch um. Das sind junge Männer, die brauchen keine 50 Euro. Die haben sich einen Lebensstandard zugelegt, wo sie 300 Euro am Tag brauchen. Das können sie nur mit kriminellen Handlungen. Und wenn ihr sie da nicht stoppt, dann werden sie immer weitermachen. Und ihr müsst einfach klare Regeln setzen in der Gesellschaft. Ich teile ja Ihre Kritik von vorhin. Wenn ein 16-jähriger Mensch bei uns es auf 60, 70 Straftaten bringt, dann ist irgendwo was schiefgegangen. Das teile ich völlig. Das Einzige, was ich nicht teile, ist, dass es die Glocke der Glückseligkeit in Hamburg gibt und dann nur noch das böse Dunkeldeutschland. Aber im Prinzip schon. Weil natürlich hätte man vorher eingreifen müssen. Natürlich hätte man diese Karriere unterbrechen müssen. Aber wer macht's denn? Wissen Sie, wie oft unserem Jugendamt in Neukölln der Antrag auf Entziehung der elterlichen Sorge abgelehnt wird?
weil die Familienrichter sagen, na, die Familie hat doch jetzt gesagt, sie will sich bemühen, sie hat alles verstanden, nächste Versuch. Oder wir haben 5000 Kinder in Berlin, die kriminelle Dauerkinder sind, die von den Familien auch ausgebildet sind in der Kriminalität. Die versuchen, bis 14 gilt bei uns die absolute Freiheit, ist auch in Ordnung, ich will das gar nicht kritisieren. Aber wir haben Kinder, die 14 werden, die bringen das auf 50, 60 Straftaten. Und ich bin ganz sicher, das gibt es auch in Hamburg, weil die können sie nicht alle zu uns geschickt haben. Also es ist... Naja, ich meine, wir reden doch hier über Gewalt, über den bösen Teil der Welt. Natürlich gibt es auch den guten. Aber natürlich haben sich bestimmte organisierte Kreise, machen sich zu eigen, dass bis 14 nichts passiert. Und sie setzen eben unter 14-Jährige zum Dealen ein. Das ist völlig logisch. Und wir fangen sie weg und geben sie zu Hause wieder ab. Wir kommen schon in die letzte Phase unserer Diskussion hier im Hamburger Körperforum. Die Zeit vergeht schnell, Herr Buschkowski. Und nach gut 40 Minuten haben wir jetzt tatsächlich das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten, indem wir hier eine junge Wissenschaftlerin, einen Politiker, einen Juristen, einen Sozialwissenschaftler ins Gespräch bringen. Herr Buschkowski hat sich eben an Frau Dr. Bertsch, an die Psychologin, die mit ihrer prämierten Arbeit den Ausgangspunkt für unsere Diskussion hier gelegt hat. Herr Buschkowski hat sich an Sie gewandt und gesagt, ich weiß auch nicht, Frau Bertsch, können Sie erklären, was eigentlich den Stress verursacht, die Hormonausschüttungen, die Sie untersucht haben? Sind das die Väter daheim? Sind das die drohenden Ausweisungsverfügungen? Sind das die Dinge, die Herr Buschkowski mit seinen Instrumenten im Sozialamt, im Jugendamt Neukölln steuern kann? Also ich glaube, dass ich die Frage nicht so beantworten kann. Also Stress löst natürlich im Körper erstmal eine Anpassungsreaktion aus. Eine Art der Anpassung ist natürlich, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, dass sowas wie eine Herzrate erhöht wird. Wenn jetzt aber jemand dauerhaft unter Dauerstress ist, kann es eben auch dazu führen, dass so ein dynamisches System, was ja was Gutes ist, da ist eine Belastung, dass der Körper reagiert drauf, kann es natürlich auch gestört werden. Also es gibt nicht mehr diese Reaktion auf eine Belastung oder eine angedrohte Strafe oder sowas. Und das ist ja das, was Sie so ein bisschen auch beschreiben, dass einfach keine Reaktion mehr da ist. Und wenn so ein System des Körpers gestört ist, ist es natürlich immer schlecht und mit einer ganzen Anzahl auch von psychischen Störungen in Zusammenhang zu bringen. Was mir bei Ihrer Aufführung noch aufgefallen ist, ist, dass man vielleicht ganz deutlich noch unterscheiden müsste zwischen verschiedenen Formen von Aggression und auch den Motiven. Eine Form, die Sie auch genannt haben, war sicherlich auch sowas wie Dominanz. Also wer zuerst schlägt, kann nicht mehr geschlagen werden. Aber auch sowas wie reaktive Aggression, was ich ja vor allem auch untersucht habe. Dann gibt es natürlich aber auch proaktive Aggression, also um ein Mittel zu erreichen. Ich möchte diesen Fernseher haben. Und was uns natürlich interessiert, ist, ob diese Form vielleicht auch mit unterschiedlichen Störungen im Hormonsystem, in der Verarbeitung im Gehirn, in Aktivierungen zusammenhängen und ob wir da vielleicht auch einen Beitrag leisten können, das eben besser zu erklären und dann auch besser zu behandeln. Ich würde gerne eine These, eine Beobachtung von Herrn Buschkowski noch mal weitergeben an Herrn Kriegen, den Jugendrichter, an Herrn Heinsohn, den Sozialwissenschaftler, nämlich eben die Beobachtung, die These von Ihnen, Herr Buschkowski, dass Gewalt etwas mit kulturellen Prägungen zu tun hat, besonders in patriarchalisch geprägten Strukturen. Ist das eine Beobachtung, die Sie genauso teilen? Und ist das möglicherweise so, dass wir in der Diskussion, der gesellschaftlichen Diskussion, die wir in Medien führen, da möglicherweise noch einen blinden Fleck haben, Herr Kriegen? Das ist sicherlich so, dass der soziale Hintergrund und insbesondere Migration einen ganz großen Schwerpunkt bildet bei der Gewaltkriminalität. Also diejenigen, die bei uns in Hamburg mit Gewaltkriminalität auffallen, haben zu 70-80% einen Migrationshintergrund. Und dazu zähle ich auch diejenigen, die aus den früheren Ländern der Sowjetunion kommen und bei denen man dann irgendwann festgestellt hat, dass man auch einen deutschen Schäferhund hatte und dann kann man nach Gelsenkirchen ziehen und irgendwann nach Hamburg. Auch da haben wir ein ganz großes Problem, aber Herr Buschkowski, ich glaube, Ihre Sichtweise ist ein bisschen durch arabische Großfamilien und durch die Besonderheit vielleicht Ihres Stadtteiles geprägt. Das Buch von Frau Heisig, das ich auch gelesen habe,
in dem Frau Heisig auch juristische Modelle propagiert. Das ist das, was im Gesetz steht und was in Hamburg seit vielen Jahren gemacht wird. Und es ist teilweise einfach Ideologie, dass man sagt, wir müssten nur helfen und nur helfen und auf die Familie setzen. Der Staat muss manchmal auch junge Menschen aus den Familien herausnehmen, muss sie anderweitig unterbringen, man muss sie in geschlossenen Heimen unterbringen. Ich sage Ihnen, in Hamburg haben wir... Die Frage ist nur, warum Sie das in Berlin nicht haben. Sie sind ja an der Quelle, Sie könnten es ja mit forcieren, Sie haben es nicht gemacht. Es gibt jetzt in Berlin bald wieder ein geschlossenes Heim. Ich sage, in Hamburg haben wir in 2 Jahren auch im Verbund mit Niedersachsen ein geschlossenes Heim, weil es einfach notwendig ist für eine kleine Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die sich einer Erziehung entziehen, müssen wir einfach derart handeln und dann kommen wir nicht zu Fällen, wie Sie sie vorhin geschildert haben. Eigene Gewalterfahrung ist ein ganz großer Schwerpunkt. Und wenn wir hier gerade in Hamburg über Fälle sprechen, wie sie im letzten Jahr waren, dieser junge Mann, der da am Jungfernstieg erstochen wurde, der kommt aus einer Familie, wo alle 3 Söhne 4 Gewalt erfahren haben. Und wenn dort dann die Hausverwaltung einen Sicherheitsdienst installieren muss, damit die Nachbarn vor dieser Familie geschützt werden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was in dieser Familie passiert ist. Und dann muss man frühzeitig eingreifen, da müssen auch Sozialarbeiter eingreifen. Und dann muss der Staat ganz anders auftreten. Das passiert aber nicht immer. Aber wir haben nicht den Fall, dass das der Regelfall hier in Deutschland ist und auch nicht in Hamburg. Das ist teilweise, das muss man auch so sagen, auch wenn sie anwesend ist, teilweise auch eine mediale Wirklichkeit, die dort potenziert wird und produziert wird. Herr Heinsohn, Demografie, Kultur. Was wir alle jeden Tag schaffen müssen, auch hier auf dem Podium, Sieger bleiben und nicht verrückt werden. Und wenn wir schon als Schulversager angefangen haben und dann in diese Richtung gedrängt werden, dass wir eigentlich nur über Sozialhilfe ein Leben führen können, dann können wir in dieser Situation am allerwenigsten überstehen, ohne täglich Sieger zu bleiben. Und dann mache ich den religiösen Hintergrund und die patriarchalische Herkunft, wenn Sie so wollen, zu einer Schutzbehauptung. Ich bin kein Schulversager, ich bin ein Verfolgter aus einem anderen Kulturkreis und dann kann ich wieder ein Stück weit leben, denn es sind ja bei uns in den Sozialsystemen lebende Migranten, die diesen Stil prägen, während in ihren Herkunftsländern in Istanbul der ja schon gar nicht mehr da ist, weil dort solche Förderungen gar nicht existieren, weil dort dieses Prinzip, unser Prinzip, jede hilflose Frau kriegt jedes Baby bezahlt, ja gar nicht existiert. Und ich glaube also, dass das zusammen gedacht werden muss. Aber wir sind noch gar nicht auf die Prävention gekommen, die doch hier angefordert ist. Aber es ist eine vorgeplant und bereits im Gange, nämlich über Schulerfolg jetzt diese Kinder aus diesen Haushalten, mit den kinderreichen Sozialhilfehaushalten, sie an Schulerfolg heranzuführen und ihnen dadurch andere Erfolgserlebnisse zu ermitteln, die sie dann nicht mehr in die Richtung bringen, durch Kriminalität sich zu holen, was sie wollen. Und das soll durch Krippenerziehung erfolgen. Das heißt, man hat verstanden, ich kann 15-Jährige, 10-Jährige, 6-Jährige, 3-Jährige kaum noch beeinflussen. Also sagt man jetzt die Hälfte des Nachwuchses, weil die Hälfte des Nachwuchses in solchen Verhältnissen schon fast geboren wird, nicht ganz, 38% sind es aber schon. Die Hälfte des Nachwuchses soll im ersten Lebensjahr in Krippen verbracht werden. Und das macht eine Nation, die selber keinerlei eigene Krippenforschung hat. Und die beginnt also das größte Experiment, pädagogische Experiment der Geschichte meines Wissens, ohne Kenntnisse. Aber wo wir Krippenforschung haben, da wissen wir, dass auch die beste Krippe, wenn ich jetzt von der allerwildesten reinen Schläger- und Hungerfamilie absehe, dass auch die beste Krippe die Kinder etwas aggressiver macht und damit schwerer beschulbar macht als die schon die vorschlechteste Familie. Und wir wissen aus der Wiener Krippenforschung von Frau Eckstein, dass bereits nach 10 Wochen bei 2-Jährigen der Cortisolspiegel, die in die Krippe müssen, so niedrig ist, dass sie keinen Stress mehr bearbeiten können und das ein Faktor für das ganze Leben sein wird. Wir wollen also jetzt eine Medizin verabreichen, von der wir bisher wissen, dass sie das Problem, was Frau Bersch untersucht hat, vielleicht noch verschärfen könnte. Gunnar Heinsohn, am Ende unserer Diskussion, und Sie haben damit einen Bogen geschlagen, denn das Ziel und der Ausgangspunkt dieser Diskussion war es, Wissenschaftler ins Gespräch zu bringen, Wissenschaftlerinnen wie Katja Bertsch,
die hier bei uns ist, die relevante Forschung betreiben. Und Gunnar Heinsohn hat jetzt die Anregung gegeben für die nächsten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich dann um den Deutschen Studienpreis der Körperstiftung bewerben können. Krippenforschung ist das Stichwort. Das wird dann eines der nächsten Themen in dieser Diskussionsreihe. Der Blick auf die Uhr zwingt mich, das zu tun, was das Thema eigentlich gar nicht erlaubt, nämlich einen Schlusspunkt zu setzen. Das tue ich, indem ich Ihnen vielen Dank sage, den Diskutanten auf dem Podium, besonders Katja Bertsch, die die Anregung zu dieser Diskussion gegeben haben, dem Publikum hier im Hamburger Körperforum und unseren Partnern bei dieser Veranstaltung, der Körperstiftung und der Süddeutschen Zeitung. Im Deutschlandfunk gibt es jetzt gleich die Nachrichten. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Ja, das mit den Nachrichten war jetzt ein Fake. Na doch, es gibt sie gleich. In 6 Minuten gibt es die 8 Uhr Nachrichten, aber hier gibt es die Gelegenheit, diese Diskussion. Ich fand sie sehr interessant. Ich habe gemerkt, Sie nehmen lebhaft daran teil mit Reaktionen und ich kann mir vorstellen, dass Sie auch das eine oder andere nicht nur durch Raunen, durch Applaus, durch solche Gesten unterstützen wollen, sondern auch durch konkrete Fragen. Dazu haben Sie die Gelegenheit. Da ist eine Frage. Vielleicht machen wir es einfach so, dass wir mal, weil ich mir vorstellen kann, dass es viele Anregungen gibt, sage ich gleich mal, fassen Sie sich kurz, das gibt anderen die Gelegenheit, sich zu beteiligen. Wir sammeln mal so 3, 4 Bemerkungen. An den Herrn Heinsohn und an den Herrn Buschkowski und an den Herrn Jugendrichter, ist nicht grundsätzlich das Problem bei den Jugendlichen oder bei den Kindern dieser sogenannte Leerlauf. Egal wie ich mich bemühe, irgendwie kann ich da nichts greifen, egal in welcher Situation das ist und um welche Sachen das sich handelt. Vielen Dank. Problem Leerlauf habe ich mir jetzt mal notiert. Müssen wir es noch? Wir nehmen einfach mal die nächste Frage auch mit. Hier vorne. Danke. Sie haben, Herr Buschkowski, nach mehr Regeln gefragt. Mir fällt eine Erfahrung ein, die ich war sehr lange, hatte ich mit Äthiopien zu tun gehabt. Und da ist die Arbeitslosigkeit sehr krass. Und an die 80%. Also man sieht sehr viel auf der Straße und sehr viel Armut, auch viele Sterbefälle vor Hunger. Aber nun auf die Regeln zurückzukommen, da gibt es eine jahrhundertlange alte Kultur, eine christlich-koptische Kultur. Das heißt, es gibt da die Obersten in der Familie. Die Familienverband ist da so um die 500, 600 Personen. Die haben mit diesen Regeln haben sie immer noch ein Vertrauensband, was diese Gemeinschaft am Leben erhält und auch noch transparent macht auf Werte hin. Meine These ist, dass eben nicht ursprünglich Armut oder andere Dinge, die hier genannt wurden, der Ursprung sind, ist für Aggression, sondern dass eben dieser soziale Verband, Wertebestimmung, soziale Wurzeln, dass da ein ganz großer Mangel ist, der nicht auszugleichen ist, durch welche politische, gesellschaftliche Maßnahmen auch immer. Dankeschön. Danke. Noch eine Wortmeldung würde ich jetzt in die erste Runde mit aufnehmen. Wenn jemand da ist, geben Sie uns ein Zeichen. Da hinten. Ja, eine Frage an Herrn Heinsohn. Vielen Dank für den Hinweis auf den Bürgerkriegsindex. Das war mir inhaltlich nicht neu, aber den Begriff fand ich neu, war neu. Meine Frage zielt darauf hin, Sie sagten, dass die Kinder, Sie hatten das so ein bisschen vermengt, das müssten Sie auch nochmal auseinanderklamüsern. Alleinerziehende und Sozialhilfeempfängerinnen waren irgendwie gleich oder zumindest haben Sie es in einen Topf geschmissen. Ich finde, da gibt es einen großen Unterschied, denn arme Alleinerziehende haben sicher noch andere Probleme, auch die sie an ihre Kinder weitergeben als andere. Auf jeden Fall hatten Sie gesagt, 10% dieser Kinder verursachen 50% der Gewalttaten. Und da ist meine Frage, wurde herausgearbeitet, wie denn die Väter, die jetzt fehlen, waren, solange sie noch da waren. Denn alle Studien, die ich kenne, sagen, dass ein schlechter, dass kein Vater besser ist als ein schlechter. Und insofern, wenn ein Kind die ersten 1, 2, 3 bis 6 Jahre Gewalt erlebt hat oder schlecht behandelt wurde, dann
kann man sagen, zum Glück hat die Frau sich irgendwann getrennt. Aber in dem Kind sind natürlich diese frühen Erfahrungen weiter angelegt. Wurde das differenziert? Denn wenn das nicht differenziert wurde, dann finde ich so eine Aussage sehr fahrlässig. Danke Ihnen. Also, wir unterscheiden zwischen alleinerziehenden Müttern, die ihre Kinder selbst versorgen. Die haben sehr wenige, meist nur ein Kind. Und alleinerziehenden Müttern, die sich gar nicht selbst versorgen können, gar nicht in die Arbeitskonkurrenz eintreten können. Und die Forschung bezieht sich auf diese Mütter. Und es sind auch nur diese Mütter, die dann 4, 5, 6 und 7 Kinder haben oder auch nur 3 und 4 Kinder haben. Und es ist in dieser Gruppe erhoben worden, dass bereits die Mütter, in Deutschland hat das das Robert-Koch-Institut, ein Regierungsinstitut 2003 gemacht, dass diese Mütter um die Faktoren 2 und 3 und 4 stärker belastet sind bei Einsatz von Gewalt in der Erziehung, bei psychischen Schwierigkeiten und bei insgesamt Qualifikationsmängeln. Das heißt, es ist diese Gruppe von Frauen, der das Angebot gemacht wird. Die andere Gruppe von Frauen, die macht ja ihre Alleinerziehung nicht auf Sozialkosten, ganz geringen Teil nur. Aber diese Gruppe, die das auf Kosten des Mitbürgers macht, die hat dieses Handicap. Und die Ergebnisse können ja nicht überraschen, aber es überrascht immer, dass auch nach 20 Jahren, obwohl die Ergebnisse vom amerikanischen Gesundheitsministerium ja zusammengefasst wurden 1993, um diese neue Politik auf die Beine zu stellen, dass man diese lebenslange Versorgung jeden neuen Kindes unterbricht. Diese Forschung zeigt, dass deren Kinder dramatisch überrepräsentiert sind bei Jugendkriminalität, bei Schulversagen und bei psychischen Leiden, was wieder darauf zurückzuführen sein sollte, dass sie in einer ganz anderen Stresssituation aufwachsen als andere Kinder. Die Väter, und ich habe das gesagt, wir haben so schnell ein Bild des ewig schlagenden, gewalttätigen Vaters, den gibt es. Den wollen wir auch gar nicht bestreiten. Und da soll auch der feministischen Richtung überhaupt nichts weggeschnitten werden und ihren Frauenschutzhäusern auch nichts. Um Himmels Willen, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber der Kern der Befunde, und wenn Sie die zusammen nachlesen wollen, weil Sie ja sagten, Sie kennen sehr viel Forschung, die beste Zusammenfassung aller Forschung ist von Bernard Blankenhorn, Fatherless America, bereits 1998 gekommen. Der zeigt eben, das war die Überraschung, dass noch die mittelschlechte Familie, wo Väter da sind, weniger gewalthafte Söhne hervorbringt als der vaterlose Sohn, der eine durchaus liebevolle Mutter hat. Das war das Rätsel, was zu erklären war. Das verstand keiner. Aber wir kennen das Rätsel seit 1939. Denn im Jahre 1936 kam ein Amerikaner, ein jüdischer amerikanischer Wissenschaftler, so war das, nach Berlin und bat Josef Goebbels, eine Untersuchung über die SA-Männer machen zu dürfen. Theodor Abel hieß der Mann von der Columbia Universität. Und Goebbels hat gesagt, na machen Sie mal. Und er hat 1939, Why Hitler Came to Power hieß das Buch, in New York vorgelegt. Und er hat nur empirisch befunden, hat nichts verstanden davon. Da hat er gesagt, er hat die eingeteilt und die härtesten Schläger der SA, die nannte er Kämpfer-Marschierer, Fighter-Marches, die hatten überdurchschnittlich häufig keine Väter, weil die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Das waren vaterlos aufgewachsen. Das heißt, wir haben den Befund jetzt zu unserer Kenntnis seit 75 Jahren und müssen uns einen Reim drauf machen. Ich würde gerne noch mal ein Stichwort von Ihnen aufwerfen, also das Thema Verlust von Werten. Das hat ja, damit sprechen Sie ja den Wandel einer Gesellschaft an, einer Gesellschaft, die äthiopische Gesellschaft, die Sie angesprochen haben, ist eine Gesellschaft mit sehr geschlossenen Wertesystemen, ist eine geschlossene Gesellschaft. Wir leben in einer multikulturell, in einer Gesellschaft, in der die Wertesysteme eben nicht mehr geschlossen funktionieren, so wie das ja auch mal war. Aber 4 Millionen Völkermordtote in den letzten 40 Jahren in Äthiopien auch, nicht? Das muss man schon dazu sehen. Aber das Thema der Werte, des sogenannten Werteverlustes, das ist schon ein besonderes, weil diese Familien, über die wir reden, da sagen wir immer, die haben keine Werte. Das stimmt nicht.
Sie haben Werte, sie haben ein anderes Wertesystem als wir. Sie haben dieses Familienwertesystem. Sie kommen aus archaischen Gegenden, wo die Familie der Lebensmittelpunkt ist. Und die Kinder kriegen eingebläut von Anfang an, nur die Familie schützt dich, nur die Familie ernährt dich. Du hast alles zu tun, was die Familie schützt, und du hast alles zu unterlassen, was der Familie schadet. Deswegen pflegt die Tochter die kranke Tante und geht nicht zur Schule, weil das das Oberziel ist. Und natürlich, meine Tochter soll eine gute Frau und Mutter werden. Was braucht sie da? Die Schule als Erklärung für das Fehlen der Mädchen in der Schule. Das ist ein Wert. Für den Vater ist das ein ganz wesentlicher Wert, die Tochter so zu erziehen, dass er sie als gute Hausfrau verheiraten kann. Dass das in unserem Wertesystem hier nicht passt, weil das sind Werte aus einer Welt, wo es Zentralinstanzen nicht gibt, wie Polizei, wie Justiz. Da kann die Familie sich nur sich selbst verteidigen. Da passt das nicht. Zu Hause passt das System. Nur hier passt es nicht. Und das ist das Problem. Und deswegen sage ich immer, wer sich in einen anderen Kulturkreis begibt, der muss wissen, dass er auf andere Lebensregeln stößt. Und er muss sich fragen, ob er bereit ist, die zu adaptieren, ob er mit diesen anderen Regeln leben kann. Und wer dann zu dem Ergebnis kommt, das ist nicht meine Welt, das ist mir zu sündig, zu unmoralisch, der kapselt sich auch ab und der zieht sich zurück in die eigene Parallelgesellschaft. Ich meine mal ein ganz einfaches Beispiel. Weil immer gesagt wird, es gibt keine Parallelgesellschaften. Wir haben in diesem Jahr in Neukölln 37% der Einwandererkinder eingeschult mit keinen oder nur rudimentären Kenntnissen der deutschen Sprache. Und das sind Kinder von Eltern, die beide im Land geboren sind, die hier aufgewachsen sind. Und das ist eigentlich der Beleg, dass also die Umgangssprache dieses Landes, weil wir sind doch nicht zufällig hier, sondern das ist doch eine Gemeinschaft, die die gleiche Sprache spricht, die gleichen Werte hat, das gleiche Rechtssystem pflegt. Dass diese Dinge zu Hause keine Rolle spielen. Bei 37% der Fälle. Und das ist der Punkt, wo ich denke, wo man ansetzen muss. Weil daraus entsteht auch die Kundschaft für das Jugendgericht. Denn wenn ich mich mit einem Staat nicht identifiziere mit einem Wertesystem. Mir haben meine Eltern beigebracht, dass man zu tun hat, was ein Polizeibeamter sagt. So, und das habe ich auch gemacht. Wenn ich aber das den Kindern nicht beibringe, dann müssen sie sich über Gefangenenbefreiung, über Angriffe auf Polizeibeamte und. Verstehen Sie, wenn wir da was haben, wenn bei uns wird niemals eine Zwei-Personen-Streife in eine bestimmte Situation gehen, weil sie wären Haue kriegen. So, und deswegen, daraus entstehen diese Distanzen alle. Und wenn das dann noch mit sehr starker Religiosität verbrämt wird, dann wird es richtig schwierig. Und das ist das, was natürlich in meinem Gebiet das Entscheidende ist. Ja, es ist doch logisch, ein anderes habe ich doch nicht. Deswegen bin ich ja eingeladen. Aber die Bundesrepublik ist nicht Neukölln. Das sagt Frau Böhmer auch immer. Das mag sein. Sie haben ein Schulgesetz. Das Schulgesetz verpflichtet, dass Kinder zur Schule gehen. Warum gehen Sie nicht gegen die Eltern vor und setzen es um? Es werden Bußgelder gegen Eltern verhängt, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken. Es gibt einen Integrationsanspruch und eine Integrationsverpflichtung, und zwar seit einigen Jahren nach dem Aufenthaltsgesetz. Warum setzen Sie das nicht um? Wer sagt Ihnen denn das alles? Ja, woher haben Sie eigentlich alle diese Weisheiten aus Neukölln? Wir erlassen 350 Bußgeldbescheide im Jahr wegen Schulschwänzen. Dann müssen Sie vielleicht 3.000 erlassen. Zum Beispiel. Aber wissen Sie, dass die Justiz die jahrelang alle durch die Bank eingestellt hat? Durch die Bank. Erst als diese Bußgeldbescheide von den Verkehrsrichtern weggenommen wurden und zu den Jugendrichtern gegeben wurden, da hat sich was verändert. Weil Kirsten Heisig hat, wenn die nicht gezahlt haben, unsere lieben Eltern, egal ob Deutsche oder Einwanderer, dann hat die Haftbefehle erlassen. Das sieht das so, Gesetz so vor. Und das hat dann Bewegung ins Geschäft. Aber das ist doch kein Problem der Jugendrichter. Also, dass Sie sagen, dass die Strafjustiz nicht handelt. Wenn jetzt andere nicht gehandelt haben, kann ich dazu nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass man als Familienrichter, als Jugendrichter
dieses Instrumentarium hat und dass man es anwenden kann und anwenden muss. Und dann sage ich Ihnen, gibt es auch nicht mehr solche Situationen. Das haben wir in Hamburg auch gehabt. Wir haben den Billstieg gehabt, da sind auch immer zwei Streifenwagen mit vier Bappen reingefahren. Das waren auch zeitweise rechtsfreie Räume. Da konnten Sie eine Durchsuchung machen in einem Hochhaus und Sie fanden auf jedem Balkon fanden Sie geklaute Ware. Ja? Das haben wir aber nicht mehr, weil die Politik und weil die Polizei und, sage ich jetzt auch mal, Justiz entschieden vorgegangen ist, um solche rechtsfreien Räume nicht mehr zu dulden. Sie haben keine Schulschwänzer mehr in Hamburg. Doch, haben wir. Natürlich haben wir Schulschwänzer. Aber also Sie haben keine geklaute Ware mehr, Sie haben keine Schulschwänzer. Sie haben, also, ich melde mich um. Das würde mich freuen. Also, das ist... Ich berichte Ihnen eigentlich nur, wie sich die Realitäten darstellen und wie unzulänglich unsere Gesellschaft auf diese Situation vielfach reagiert. Mehr tue ich sage nicht. Ihnen, das ist nicht die bundesrepublikanische Wirklichkeit insgesamt. Ich sage Ihnen, das ist auch nicht die Wirklichkeit in Hamburg. So, jetzt haben Sie die Gelegenheit, sich nochmal irgendjemand von denen, der jetzt aufgemurrt hat, muss ich jetzt zu Wort melden. Da, wir machen noch eine Fragerunde hier im Publikum. Es ist 7:50 und dann kommen wir auch zum Ende. Sie haben mir das Stichwort geliefert, Herr Buschkowski, Zugang zu Bildung. Ich war in einer Kölner Schule, die ist ausgezeichnet worden für super gutes Arbeiten. Leider habe ich den Namen im Moment nicht parat und habe da hospitiert. Ich kenne jugendliche Gewalttäter und ich kenne sehr höfliche, nette arabische, türkische Jugendliche. Beides gibt es. Okay. Und zu meinem Entsetzen ist diese Schule, die sehr klein ist und deswegen nicht rentabel ist, die wird aufgelöst oder ist schon aufgelöst worden. Das war das letzte Jahr. Und da frage ich mich, wenn eine Schule ausgezeichnet worden ist für gute Integrationsarbeit, nicht nur das, sondern die Schule an sich macht gute Arbeit. Ich habe mit den Lehrern gesprochen, die waren sehr engagiert und wollten diese Schule weiter, aber sie passt nicht in die in die Sparpläne und sie wird in eine Schule übergehen, die mehr als 1000 Schüler hat. Und dann frage ich mich, warum wir die Sachen, die wir haben, die funktionierenden Systeme kaputt machen und nicht weiterführen. Ja? Ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung, dass es nachher dass vorrangig erstmal gespart wird, aber nachher wird es teurer. Also und dann erwarten Sie von der Justiz, dass wir der Reparaturbetrieb der Gesellschaft sind, einsperren sollen und die Probleme, die Sie vorher geschaffen haben, die sollen wir dann lösen. Zwischenruf. Also ich will mal was zu der Dame sagen und die Höflichkeit eines dezenten, fast scheuen Neuköllners verbietet mir, auf Ihre Bemerkung zu antworten. Ich will Ihnen, Sie haben da etwas, denke ich, nicht richtig an Informationen bekommen. Bei uns ist keine Schule wegen Sparmaßnahmen geschlossen worden. Bei uns werden keine Schulen geschlossen. Das ist einfach nicht wahr. Was wir in Berlin haben, ist, wir haben eine Umstellung des gesamten Schulsystems von Viergliedrigkeit, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule auf Zweigliedrigkeit, Sekundarschule und Gymnasium. Und wenn Sie von vier Sparten auf zwei umstellen, müssen Sie natürlich, weil es gibt nur noch Sekundarschulen, müssen Sie Schulen in anderen Schulen aufgehen lassen. Deswegen ist die andere Schule aber nicht aufgelöst, sondern die Schule geht in einer anderen auf. Ich bin auch, ich sag mal, nicht mit allem meiner Landesregierung einverstanden. Aber das ist wirklich eine epochemachende Entscheidung gewesen, diese blödsinnige Hauptschule abzuschaffen, die bei uns Ausländer-Resteschule war, um das mal auf Deutsch zu sagen. Die Gesamtschule, die nur noch auf dem Papier eine Gesamtschule war, da waren keine gymnasial empfohlenen Schüler mehr. Jetzt eine Zweigliedrigkeit herzustellen. Wir haben keine Sackgassenschulen mehr in Berlin. In jeder Schule, in jeder Sekundarschule und an jedem Gymnasium können Sie Ihr Abitur ablegen. Jeder Schüler, egal wann der Knoten platzt,
kann in die gymnasiale Oberstufe. Am Gymnasium machen wir das in 12 Jahren und an der Sekundarschule machen wir das in 13 Jahren. Aber niemand ist auf einer Schule, wo er sagen kann, wenn ich nur mein Abschlusszeugnis mit diesem Schulnamen irgendwo hinschicke, dann kriege ich keinen Ausbildungsplatz und nichts. Das ist vorbei. Wir haben eine große Bildungsreform. Eine Bildungsreform übrigens, die auf einer 6-gliedrigen Grundschule beruht und was sich als gut und richtig herausgestellt hat. Sie wissen aber nur, Brandenburg, Berlin und Bremen haben die 6-jährige Grundschule. In Hamburg ist es versucht worden, aber es ist dann unter der Überschrift möglichst langes gemeinsames Lernen aller Kinder, nur nicht mit meinem Kind, ist es dann abgelehnt worden. So, wir kommen zum Ende. Herr Heinsohn hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Ich will eine Frage noch mitgeben. Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über Gewalt mit einem fast ausschließlichen Fokus auf Migrantengesellschaften in großstädtischen Ballungsräumen. Sie haben richtig gesagt, Werte gibt es ganz verschiedene und nicht jedes Wertesystem schützt einen vor Gewalt. Aber wir leben ja in den letzten Wochen auch, dass es außerhalb der urbanen Ballungsräume Gewaltphänomene gibt, die mitten aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft kommen, nämlich rechtsextremistische Gewalt, die ja auch sich auf einen ganz starken Wertekodex beruft. Das würde ich Herrn Heinsohn nochmal bitten, das mit in den Blick zu nehmen und das mit der Frage verbinden, ob zu dem, was uns da in der letzten Zeit in der Öffentlichkeit, auch bei uns in den Medien beschäftigt hat, ob Sie da auch eine demografische Antwort drauf haben. Jede Diskussion dieser Art hofft am Ende auf die Förderung, auf die besondere Schule, auf die bessere Schule. Die Ministerin von der Leyen, die hat ja schon gesagt, nein, 16-Jährige, 10-Jährige, 6-Jährige, 3-Jährige, ich komme immer zu spät. Ich muss auf 1-Jährige. Und da haben wir die Frage, ob es dort nicht verschlimmbessert wird. Ich will nur bei diesem Vertrauen auf die Pädagogik und bei den Vorwürfen, die daraus erwachsen an die Schulen, wenn sie nicht liefern, nur ein Problem hier zur Kenntnis geben und sagen, wer das löst, dessen Platz wird in jener Welt nicht weit vom Erlöser sein. Wir schaffen es heute nicht. Wir kennen kein pädagogisches Verfahren. Die verwöhnteste, die bestversorgte Kindergruppe der Menschheit, das sind die Kinder der weißen amerikanischen Mittelschicht. Wir schaffen es nicht, sie in Mathematik und Physik und Chemie auf das Niveau von Einwanderern zu heben, die aus armen Fischer- und Bauernfamilien in Korea oder China kommen. Und ich sage denjenigen, die von den Pädagogen etwas verlangen, wenn du mir das Verfahren nennst, mit dem du diese eliteweiße Mittelschicht auf das Niveau der Yachinkos, Japaner, Chinesen, Koreaner heben kannst, dann lass uns wieder Hoffnung hegen auf die Schulen. Wenn ich da noch kurz was anfügen darf, aber man muss auch die erhebliche Selbstmordrate bei südkoreanischen Kindern zum Beispiel anschauen, bei finnischen Kindern, die unter einem erheblichen Druck einfach auch stehen, Tag und Nacht zu lernen. Und da ist auch die Frage, inwieweit wollen wir das? Wenn Sie Gleiches mit Gleichem vergleichen, gilt das bei uns auch noch. Aber nicht in dem Maße. Bei Hochintelligenten, ja, sicher. Jetzt kommen wir in ein anderes Thema. Krippenforschung, Stichwort für die Studienpreise der Körperstiftung und Schulpolitik, das hat Sie auch in Hamburg betroffen, die Veränderungen im Schulsystem, das wartet auch darauf sicherlich, dass es noch erforscht wird, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem gewinnt, was da politisch entschieden worden ist. Wir sehen, das ist ein weites Feld, es führt in fast alle Bereiche der Gesellschaft rein. 7:45, ich sage Ihnen vielen Dank für den Abend und schließe das jetzt ab. Wer sich noch zu Wort meldet, es gibt draußen noch Getränke, Sie sind eingeladen, noch hier zu bleiben und ich denke, Frau Bertsch, soweit es möglich ist, bleiben Sie auch noch ein bisschen da. Herr Buschkowski, was haben Sie jetzt noch mitgebracht? Ich wollte noch einen kleinen Hinweis geben, dort hinten liegen etwa 100
Werbe-DVDs aus Neukölln. Und da können Sie dann mal schauen, dass es nicht nur böse Dinge gibt, sondern auch sehr, sehr viel Schöne in Neukölln, weil da wohnen auch 310.000 Menschen, deren Zuhause das ist. Das können Sie gern mal schauen. Sollten Sie nicht den Unterschied zwischen CD und DVD kennen, fragen Sie Ihren 8-jährigen Enkel, der erklärt es Ihnen. Also, auf nach Neukölln.